Diese Reise ist eine Premiere für uns. Geht es doch das erste Mal auf den afrikanischen Kontinent. Über Frankfurt fliegen wir nonstop nach Windhoek, der Hauptstadt von Namibia. Dort übernehmen wir ein Wohnmobil und werden knapp 2700 Kilometer Wegstrecke zurücklegen, exklusive der täglichen Touren. Nach der Mongolei ist Namibia der am dünnsten besiedelte, unabhängige Staat der Erde. Obwohl 2,5 Mal so groß wie Deutschland, leben hier nur 2,5 Millionen Einwohner. Unsere knapp 18 Tage reichen leider nicht, um das ganze Land zu erkunden. Unsere Wahl fällt deshalb auf folgende Regionen bzw. Orte: die Kalahari, der Köcherbaumwald, die Namib, das Erongo-Gebirge und der Etosha-Nationalpark. Auch auf die deutschen Städte Lüderitz und Swakopmund müssen wir leider verzichten. Das ist aber nicht so schlimm, da uns Städte sowieso nicht so sehr interessieren. Schwerwiegender ist allerdings das Auslassen der Himba-Region und des gesamten nördlichen Namibias. Aber es muss ja einen Grund geben, das Land noch einmal zu besuchen. Uhr 25 setzen wir wohlbehalten auf dem afrikanischen Kontinent auf. Der Flug verlief, da wir viel schlafen oder lesen, recht kurzweilig. Hilfreich war dabei unser persönliches Unterhaltungsprogramm, natürlich Tommy Jauts Hummeldumm, der Geschichte einer chaotischen Reisegruppe und deren Erlebnisse während ihrer Tour durch Namibia. Beim Landeanflug erleben wir einen sagenhaften Sonnenaufgang. Wer selbst einmal dorthin fliegt und früh landet, sollte sich also einen Sitzplatz auf der linken Seite sichern. Es lohnt sich. Der Airport in Windhoek ist wohlwollend als provinziell zu beschreiben. Wir dürfen über das Rollfeld direkt zur Einreisehalle laufen, in der uns schon eine lange Schlange erwartet. Brav stellen wir uns auch hier an, um unsere Identitäten und Impfzertifizierungen zu bestätigen. Alles geht sehr schnell, da viele Schalter geöffnet sind, sodass wir nach 30 Minuten unser Gepäck in Empfang nehmen können. Nach ca. 300 Kilometern Wegstrecke kommen wir 15.30 Uhr in der Kalahari Aniplatsch an. Wir erhalten die Campsite 1, die sich ca. 500 Meter vom Haupthaus befindet. Mutterseelen allein haben wir eine tolle Sicht auf die Kalahari und die vielen Vögel, die hier umherschwirren. Das Gelände ist riesig. Wir sind umgeben von Termitenhügeln, rotem Sand, Bäumen und vertrocknetem Savannengras. An der Rezeption der Lodge bestellen wir ein Brei-Paket mit Kudu und Onyx und von der Bar eine Flasche namibischen Weißwein. Holz zum Grillen gibt es gratis. Es sind noch winterliche 25 Grad Celsius. Unser Stellplatz hat Dusche, Toilette und Strom,
sowie einen großen überdachten Platz mit Sitzgelegenheiten und einem Tisch. Was will man mehr? Wir beobachten Vögel, trinken den kaiserlichen Wein und bekommen so langsam auch ein kleines Hungergefühl. Ich zünde das Holz an und nach 40 Minuten können wir unser Fleisch auf den Grill legen. Zusätzlich zum Wild gibt es auch noch Lamm. Auch an die Vegetarier ist somit gedacht. Am nächsten Tag wollen wir eigentlich eine Wanderung unternehmen. Die Strecke beträgt aber wenigstens 6,5 Kilometer. Und da unsere Sundowner-Tour schon 15.45 Uhr startet, beschließen wir lieber einen Gin and Tonic auf unserer sonnigen Terrasse zu trinken. Danach gibt es Kaffee und Kekse und plötzlich empfängt mein Laptop auch die WLAN-Signale der Lodge. Muss wohl am Wind liegen. Anschließend duschen wir beide, das Wasser wird mit Solarenergie beheizt und es ist sogar richtig heiß. Wie neugeboren machen wir uns wieder auf den Weg zur Lodge. Die Kalahari an Nip Sundowner Tour dauert 3 Stunden und ist absolut genial. Quick, unser weiblicher Guide, erklärt viel, fährt sehr langsam und erfüllt alle Wünsche. Die Kalahari ist ein traumhafter Ort auf der Welt. An dem hellen Gras, den Sträuchern und Bäumen sowie den Nestern der Webervögel kann ich mich einfach nicht satt sehen. Einmalig schön. Dazu kommt die große Tierwelt, die hier beheimatet ist. Wir sehen Giraffen, Springböcke, Kudus, Gnus, Erdmenschen, den größten Vogel Afrikas, der fliegen kann, Strauße und jede Menge Vögel.
Nester der Webervögel werden riesengroß. Oft passiert es, dass sie vom Baum ob ihrer Schwere einfach abfallen. Unter den Nestern soll man sich nicht aufhalten, weil oft Schlangen sich am Baum hochschlängeln und dann auch Menschen angreifen. Zum endgültigen Sunset fahren wir auf einen rotsandigen Berg, um dieses Spektakel am besten beobachten zu können. Der Sand wird übrigens aus Botswana herübergeweht und ist stark eisenhaltig. Die Guides bereiten derweil einen Tisch mit kleinen Snacks und vielen alkoholischen Getränken auf. Jeder kann sich seinen Sundowner selbst zusammenstellen und danach den herrlich roten Horizont genießen. 18.30 Uhr machen wir uns wieder auf die Rückfahrt. Es ist jetzt stockdunkel und wir sind froh, dass wir zu unserer Campsite zurückgebracht werden. Kilometer vor unserem Campingplatz wollen wir uns aber noch den Köcherbaumwald und den Giants Playground, den Spielplatz der Riesen, anschauen. Sie liegen genau auf unserer Strecke und beherbergen einerseits Köcherbäume und andererseits große Monolithe, die wirken, als ob sie von Zauberhand aufeinander gestellt wären. Wir bestaunen die vielen umherstehenden Köcherbäume. Sie bilden den sogenannten Wald, auch wenn wir unter dem Begriff Wald etwas anderes verstehen. Wir können hier die ganze Pracht der Agavenart bewundern, die jetzt im Juli in der Blüte stehen und mit ihren gelben Früchten, die wie kleine Bananen aussehen, einen Farbtupfer in die karge Landschaft setzen. Auf dem Gelände des Giants Playground sind wir im Moment die einzigen, die diesen tollen Ort besichtigen. Wie alles in Namibia ist auch dieser Bereich von einer unvorstellbaren Größe. Wir könnten hier sicher einen halben Tag zubringen. Es ist wunderschön und die Gesteinsformationen sind gigantisch. Erst als wir das Gelände wieder verlassen, kommen zwei neue Besucher, ansonsten ist es hier leer. Heute benötigen wir zum ersten Mal den Allradantrieb. Der tiefe Sand ist nicht anders zu überwinden. Es geht dabei ganz schön kreuz und quer und Heidi verschlägt es das ein oder andere Mal die Sprache. Heimlich lenkt sie an ihrer Armlehne mit.
Als wir eine Rezeption ankommen, trifft auch gerade der Besitzer ein. Da sage ich mal Punktlandung. Donnerwetter, erhalten wir als Antwort vom Chef, als wir erzählen, dass wir aus Deutschland kommen. Berlin ist ihm auch ein Begriff und an einige deutsche Worte kann er sich auch erinnern. Nach der Verabschiedung fahren wir weiter auf Patt Richtung Namibwüste, wo wir uns die nächsten Tage aufhalten werden. Das Namibrand Family Hideout liegt abgelegen im Südwesten Namibias im Namibrand Naturreservat, einem der größten privaten Naturschutzgebiete im südlichen Afrika. Das Reservat entstand aus einer Vision des deutschen namibischen Geschäftsmanns J.A. Brückner. Er begann 1984 mit dem Aufkauf mehrerer Schaffarmen in den Ausläufern der Namibwüste. Ihm war aufgefallen, dass das Land durch zu intensive Weidewirtschaft völlig aus dem ökologischen Gleichgewicht geraten war. Er hatte den Traum, das Land wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzusetzen und diesen Zustand dauerhaft zu erhalten. Die Vision eines privaten Naturschutzgebietes. Östlich des Namib-Naukluft-Parks gelegen, mit dem es seine westliche Grenze bildet, bietet der Park mit seinen leuchtend roten Dünen unzähligen Vogelarten sowie Oryx, Springbok, Zebra und anderen Wildtieren endlose Möglichkeiten zum Fotografieren. In der Nacht lädt ein spektakulärer Sternenhimmel zum Beobachten ein. Die Zufahrtsstraße zum Campeingang ist katastrophal. Mit maximal 30 km pro Stunde fahren wir die sich ewig in die Länge ziehenden 16 km. Das Schlimmste, was wir bisher erlebten. Die Namibrand Family Rezeption ist als solche nicht auszumachen, da wir nur ein Holzpavillon sehen, in dem sich eine Frau befindet. Ob wir einen Stift haben, um uns ins Gästebuch einzutragen, fragt sie uns. Na klar haben wir, aber den müsste ich erst mühsam suchen. Ich meine, dass wir keinen besitzen, sie auch nicht. Und so vereinbaren wir, dass wir uns morgen registrieren. Alles klar, sie sagt, dass wir die Campsite Jupiter gebucht haben und wir können weiterfahren. Es sei alles ausgeschildert. Unser Platz ist wunderschön, neben uns beginnen die roten Dünen. Der Blick reicht von hier bis ins Unendliche. Der angebotene Game Drive ist sensationell. Die Farben, die wir von der Natur angeboten bekommen, einmalig. Wiese in gelb-weißer Garbe, dazwischen braune Bäume, dahinter rote Dünen und als Abschluss die schwarze Farbe der Berge. Warum sind die Dünen so rot? Weil der Sand eisenhaltig ist, korrodiert das Eisen bei jedem Regen. Je öfter Regen, desto dunkler das Rot.
ähnlich bei einer Schraube im Wasser. Bei einer Pause geht unser Guide mit einem Beutel, in dem sich ein Metall befindet, durch den Sand. Erstaunlich, wie viel Metall in kurzer Zeit sich anhaftet. Die Tour dauert 2 Stunden. Wir sehen sehr viele Oryx und Springböcke und zum Schluss auch Geier. Warum? Gestern ist ein Oryx oder Springbock verschieden und sofort sind sie gekommen, um vom Aas zu zehren. Sie sehen richtig gigantisch aus und ich freue mich, sie in freier Natur sehen zu können. Weiter geht's zur Walfischbucht und nach Swakopmund. Sie lagen eigentlich nicht auf unserer Route, aber durch unsere Reifenpanne fiel der Besuch bei den Saan, einem Buschvolk, die auch durch ihre Klicklaute bekannt sind, leider aus. Egal, man kann nicht alles haben. Durch die Planänderung sehen wir wenigstens den Atlantik und hoffentlich auch Flamingos. 45 Kilometer vor Walvis Bay ändert sich der Weg in eine, sagen wir mal, schlechte Landstraße. Was für ein Genuss. Keine Steine, keine waschbrettartigen Bodenwellen und kein Staub. Wir fühlen uns wie im siebten Himmel. Je näher wir ans Meer kommen, desto nebliger wird es. Der Verkehr nimmt zu, ist aber noch eher mit einer kleinen Stadt zu vergleichen. Es wird auch sehr defensiv und entspannt gefahren. Das macht Spaß, gerade wenn man auf der falschen Seite fahren muss. In Walvis Bay fahren wir zur Flamingo Lagoon. In Swakopmund fallen uns die vielen deutschen Namen sowie die deutsche Architektur des vorigen Jahrhunderts auf. Ist schon komisch, so etwas in Afrika zu sehen. Herr Bismarck ist ja noch groß im Rennen. In einem Souvenirladen und in einem Fischrestaurant hören wir die Khoisan-Sprache mit ihren Klicklauten. Wir haben das Glück, einige Passagen aufnehmen zu dürfen. Ich bin nicht mehr so gut.
Einfach, schlicht und geschmacklos erreichen wir das Anderson Gate zum Etosha Okaukwuyu Nationalpark. Am großen Eingangstor müssen wir halten, um uns zu registrieren. Das gleiche Prozedere wie auch auf den Campsites. Fehlt nur noch, dass sie die Augenfarbe der Schwiegermutter wissen wollen. Hat man das alles eingetragen, übernimmt es der Registrator, nennt man den so, in sein Buch. Natürlich kann er nichts mit meinem Namen anfangen oder geschweige denn meine Schrift lesen. Also buchstabiere ich ihm alles noch einmal. Dann erhalten wir einen großen Zettel. Mit dem müssen wir im Park zur Rezeption, um uns noch einmal zu registrieren. 50 Meter danach kommt die Polizeisperre. Das eben erhaltene Dokument muss ich hier vorweisen. Meine Autonummer wird aufgeschrieben. Wir erklären, wo wir gerade herkommen und müssen bestätigen, dass wir keine Feuerwaffen dabei haben. Dann dürfen wir weiter. Nach 14 Kilometern erreichen wir dann den eigentlichen Eingang. Wir parken und begeben uns zur Rezeption. Als erstes müssen wir unseren Schrieb und die Reservierungsbestätigung für die Campsite vorweisen. Danach, wer hätte es anderes gedacht, darf ich das gleiche Pamphlet wie bei der Registrierung noch einmal ausfüllen. Unsere Campsite 11 liegt super zentral, direkt an der Küche und den Duschen. Der Platz ist groß, hat Stromanschluss und eine Feuerstelle. Im Etosha Nationalpark besteht die Möglichkeit, dass man 4 der sogenannten Big Five sichten kann. Einer der Gründe für eine Reise in den Etosha ist die gesunde Population von Spitzmaul- sowie Breitmaulnashörnern. Diese vom Aussterben bedrohten Lebewesen kann man am besten an den zahlreichen Wasserlöchern beobachten. An den Wasserlöchern finden sich ebenfalls zahlreiche Elefanten, Zebras, Gnus, eine Vielzahl von Antilopen, Raubkatzen wie Löwen, Leoparden, Wildkatzen, Geparden sowie zahlreiche Raubvogelarten ein. Die Tierwelt im Etosha Nationalpark ist wohl für die meisten Touristen der Hauptgrund für einen Besuch des Schutzgebiets. Tatsächlich gibt es selbst in Afrika nur noch wenige Orte, wo so viele unterschiedliche Großwildarten in ihrer natürlichen Umwelt beobachtet werden können. Dieser Umstand ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass um 1880 die Elefantenpopulation in der Etosha-Region durch Bejagung fast vernichtet war und auch andere Wildarten nahezu ausgerottet waren. Obwohl der Etosha-Nationalpark zu einem Viertel mit der salzigen Etosha-Pfanne bedeckt ist, bietet er auf seinen über 22.000 Quadratkilometern eine unerwartet breit gefächerte Flora. In der unwirklichen Gegend wachsen einige Akazienarten, darunter der Kameldorn. Er ist einer der wichtigsten Schattenspender Namibias, der bis zu 60 Meter tief wurzelnde Baum ist aber auch Teil der traditionellen Medizin und hilft zum Beispiel Ohreninfektionen zu behandeln. Neben Akazien erblicken hier aber auch Balsamsträucher, Bergdatteln und wilde Feigen das Licht der Welt. Ebenso faszinierend sind die Sternkastanie und der stinkende Hirtenbaum, die anstatt Insekten mit süßen Düften zu locken, darauf setzen, Fäkalgerüche auszusenden.
Und schon ist es wieder soweit, ein Fazit zu ziehen. Bei den vielen Erlebnissen wird das sicher nicht leicht. Unsere geplante Strecke hatte sich ja geringfügig gegenüber der geplanten Route geändert, da wir aufgrund unserer Reifenpanne etwas umdisponieren. Und da bin ich auch schon bei den ersten Lessons learned. Ich würde das nächste Mal in Namibia nur Campsites vorbuchen, bei denen es wichtig ist, da man sonst in der Hauptsaison eventuell keinen freien Platz erhält. Einen weiteren Punkt, den ich komplett unterschätzt habe, ist die Qualität der Putt, der Kies- und Schotterstraßen in Namibia. Gerade im südlichen Teil waren sie teilweise von unterirdischer Qualität. An einigen Stellen konnten wir uns nur mit maximal 10 km pro Stunde fortbewegen. Das macht keinen Spaß und nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Habe ich vor der Reise mir vorgenommen, maximal 250 km pro Tag auf diesen Strecken zu fahren, schraube ich diesen Wert nun auf 150 km herunter. Auch hier kann man locker 4-5 Stunden unterwegs sein. Generell macht das Fahren auf diesen Strecken schon mehr Spaß als auf B-Straßen, da es einfach interessanter ist und auch die schönere Fahrkulisse liefert. Wenn man eine Übernachtung nicht gerade als Zwischenstopp für die Unterbrechung einer längeren Strecke sieht, empfehle ich, mindestens 2 Tage an einem Ort zu verweilen. So hat man größere Möglichkeiten, sich die umliegende Umgebung anzuschauen oder privat geführte Touren, so man das mag, durchzuführen. Am besten haben uns Campsites gefallen, die zu einer Lodge gehörten. Hier hat man die Möglichkeit, alle Angebote der Lodge Schmidt zu nutzen und zusätzlich die Gelegenheit, über WLAN mit der Außenwelt zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz waren wir mit all unseren Stellplätzen sehr zufrieden. Überall steht ein Brei und Wasser zur Verfügung. Jedes Zelt ist ausreichend groß, meist sind andere Zelte so weit entfernt, dass man sie nicht einmal sieht. Insgesamt fuhren wir in 17 Tagen 3.446 Kilometer und tankten für 463 Euro ca. 320 Liter Diesel 50 ppm. Unser Wohnmobil von Bobo Campers war sehr zuverlässig, leicht zu bedienen und ein Raumwunder. Da die Schränke mit Reißverschlüssen zu öffnen oder zu schließen waren, schien der Stauvorrat nahezu unerschöpflich. Rechtsfahren ist in Namibia kein Problem. Meist ist man eh allein auf der Straße und auf Gravel fährt man sowieso meistens in der Mitte. Auch in Windhoek oder Swakopmund erlebt man keine Überraschungen. Die Namibier fahren allerdings alle auch sehr defensiv und ruhig. Ich kann mich nicht erinnern, eine Hupe gehört zu haben. Vorsicht ist beim Fahren jedoch immer geboten. Freilaufende Tiere, auch auf Autobahn, sind nichts Ungewöhnliches. Bei Dunkelheit rate ich ab, sich mit dem Auto irgendwo hin zu bewegen. Es wird schlagartig dunkel und dunkel heißt hier, man sieht nichts mehr. Die Menschen sind alle sehr freundlich, lachen viel, tanzen und geben bereitwillig auf Fragen Antworten. Bis auf den Diebstahl meiner Visakarte hatten wir nur positive Erlebnisse. Das Land ist riesig, die Landschaft genial und vielfältig. Tiere kann man zu jeder Zeit erblicken, man muss nur genau hinschauen. Von den Sonnenauf- und Untergängen sowie dem Sternenhimmel und der Milchstraße kann ich einfach nicht genug bekommen. So schön wie hier habe ich sie noch nirgendwo gesehen. Für Natur- und Tierliebhaber ist Namibia auf jeden Fall die richtige Destination. Juli empfanden wir als perfekte Reisezeit. Wir hatten keinen Regen und tägliche Temperaturen von 21 bis 27 Grad Celsius. Nachts wird es vor allem im Süden etwas kälter. Da zeigte das Thermometer auch schon einmal eine negative Anzeige. Sobald aber die Sonne aufgeht, wird es schlagartig warm. Tageslicht hatten wir von 8 bis 19 Uhr. Das muss man wissen, falls man länger unterwegs ist. Von Lodges angebotene Game Drives oder Sundowner-Touren sind oft von guter Qualität und vor allen Dingen für Ersttäter, wie wir es waren, eine gute Alternative, die ersten Tiere und wunderschöne Natur zu besichtigen. Der Morning Drive im Etosha ist sehr zu empfehlen, da man so schon eine Stunde eher in den Park kommt und gerade zu dieser Zeit sich viele Tiere an den Wasserstellen befinden. Den Night Drive würde ich nicht noch einmal machen, dazu sieht man einfach zu wenig und mit 3 Stunden ist der einfach zu lang. Brei gehört zu Namibia wie Currywurst zu Berlin. Gefeuert wird mit Holz, das man an allen Ecken erhält. Das Wildfleisch ist genial, allerdings wird es selten im Supermarkt angeboten. In den Lodgen kann man es aber erwerben. Oft werden sogenannte Braai-Packages angeboten. Für uns waren die vergangenen 2,5 Wochen in jeder Hinsicht spannend. Zum ersten Mal betraten wir den afrikanischen Kontinent und wir wurden nicht enttäuscht. Wir sammelten viele neue Erkenntnisse und wunderschöne Einblicke in ein tolles Land.